Und herzlich willkommen wieder bei Imperiums Rome vs. Karthago mit Marseille. Und ja, letztes Mal gab es hier leider ein großes Erdbeben, das unsere Städte hier ganz schön beschädigt hat. Und wir brauchen noch einiges an Stein und Eisen, um das wieder in Ordnung zu bringen, dürfen davon im Prinzip mit den nächsten Zügen nichts ausgeben. Und ich habe eben schon mal außerhalb der Folge noch ein Handelsabkommen angeschoben, ob wir vielleicht noch ein paar mehr Steine reinbekommen. Falls das angenommen wird, das sehen wir gleich. Ansonsten die große Situation, wir können ja ein bisschen in der Diplomatie schauen. Wir sind mit Rom, zumindest im Verteidigungspakt, was uns, glaube ich, vor vielen potenziellen Angreifern schützt, es neigt sich immer mehr dazu, dass immer mehr Fraktionen verschwinden und es vor allem dann nur noch ein paar Großmächte gibt. Und da müssen wir jetzt langsam auch einfach mitmischen, deswegen Krieg gegen die Aquitania. Die erste Stadt konnte auch erobert werden, wo aber auch prompt ein Axtkrieger drei draufgegangen ist, das war ein bisschen unglücklich. Ansonsten hier die Großmächte, also Rom, Hellenische Liga, Karthago, alle auch untereinander extrem verfeindet. Epirus zumindest mit Rom. Aber ja, die Römer scheinen das ja vorläufig hier erstmal hinzukriegen. Und da aber auch schon mit den keltischen Stämmen Ärger, die das halten. Ich meine, die sind quasi noch unser Schild gegen all die Gegner da. Und falls sie fallen, naja, bis dahin sollte man mehr Land zusammengerafft haben, um einfach selber ein bisschen mächtiger werden zu können. Tja, ein Siedler. Hier unten gab es ja irgendeine Kampfhandlung, wo ein Siedler draufgegangen ist. Und ich glaube, wir hatten jetzt gar keinen mehr. Ressourcennutzung. Ich muss noch mal kurz schauen. Es gab irgendwo eine Einheitenliste. Strategische Übersicht. Ja, kein Siedler. Ich könnte nämlich hier verstraßen irgendwann, weil das mit dem Fluss ungünstig ist. Sonst auch das eine oder andere Feld oder sowas mal bauen. Die Frage, wie... Erstmal, welche Stadt kann überhaupt Siedler bauen? Also eine, die gerade vielleicht nicht kaputt ist. 10 Gold. Ja, Gold kommt ja noch ein bisschen rein. Werden natürlich auch für die Forschung brauchen. Naja gut, ansonsten haben wir dann vor allem hier unsere Einheiten. Du musst noch einen Moment da bleiben, sonst mach einmal Selbstteilung mit der Stadt, um darauf aufzupassen. Der Gesandte kann sich ein bisschen die Welt angucken. Ob es irgendwo feindliche Einheiten gibt, von denen man jetzt noch nichts wusste. Das sieht aber alles ganz entspannt aus. So, und du? Wir sind jetzt gerade hier entlang, um den Fluss zu überqueren. Sonst gehe ruhig schon mal hier hin. Wird sie Spielerfarben anzeigen. Den Guardian sind wir im Frieden. Wir müssen also vor allem diese Felder erobern. Und der Hoplit kann da zwar reingehen, aber das ist für ihn nicht gerade ein optimales Gelände, oder? Hügel minus 20%, plus 30% Verteidigungsbonus. 20% weniger Angriff. Das heißt, es gehen einfach im Prinzip weniger drauf im Kampf. Wenn wir nicht zuhauen, aber die anderen nicht, sonst kannst du es vielleicht auch schon mal ja für die Optik einfach schon mal sichern. Sonst geht unser General ein bisschen hier erstmal motivieren beim Hopliten, damit er das auf jeden Fall übersteht. Ja, ansonsten, wir dürfen nichts ausgeben, nichts bauen. Was ein bisschen blöde ist, um halt die Städte irgendwann reparieren zu können. So, und du, ich weiß gerade gar nicht mehr, was man noch mit dem Gelehrten machen konnte oder mit dem Weisen, aber der konnte auf unter anderem Philosophenschuhen gratis bauen. Und ich habe nochmal geguckt, wir hatten in Alba noch keine, obwohl das ja auch eine der größeren Städte ist. Deswegen holen wir die uns jetzt auf jeden Fall. Naja, und ansonsten schauen wir mal wahrscheinlich, was der nächste Zug bringt. Können uns ja auch mal am Anfang der Folge in Gänze anschauen. Wieso gerade die Kriege der Römer laufen. Und ob die Aquitanier irgendwie übermächtige Einheiten hier plötzlich ranbringen. Es wird in Akta auch schon ein neuer Axtkrieger gebaut. Ja gut, oder wir beschränken uns mal auf das, was wichtig für uns ist. Zu ihm Spanien könnte auch mal wichtig werden, aber noch nicht. Den Guardian haben wir eigentlich Frieden. Keltischen Stämme da im Norden.
Auch immer mächtiger, kontrollieren halt die ganze Gegend da. Hüten. Also es gibt zwar einen Hang dazu inzwischen, dass nur noch Großreiche da sind, aber dann doch noch sehr viele, denen wir nichts zu tun haben. Das ist dann schon spannend. Der Krieger haut auf den Botschafter. Der so gerade eben überlebt. Da rückt sein Infanterist vor. Aber ich habe mit dem Botschafter jetzt bisher eh nicht viel angefangen. Wenn er einfach mal einen Angriff fängt und dafür eine andere Einheit unangegriffen bleibt, dann passt das fast schon. Okay, jetzt sind wir bei der Römischen Republik. Das könnte ein anderer Zug für uns werden. Kämpfen dann noch in den Alpen gegen eine unabhängige Stadt. Nicht eigentlich auch langsam mal Hopliten oder sowas erforscht haben und ausbilden. Weil man sieht die immer noch mit so vielen Peltasten hier rumrennen. Das wundert mich schon ein wenig. Selbst wir haben hier schon den Hopliten erforscht. Sehr gut, die Numantia, die hier unseren einen Siedler weggeschlagen haben. Und Karthago, die eben auch in Südspanien sitzen. Wo hat das Risiko sein können, wenn die sich da eines Tages mal durchsetzen und dann plötzlich an unsere Grenze ranlaufen? Dann wird das unangenehm, aber da ist ja eine ziemlich große Fraktion dann noch im Weg. Tja, und die Hellenische Liga, die auch ziemlich groß ist und den Krieg mit dem gegen die Ptolemäer führt. Haben hier gerade gegen Sparta, die hatten sich ja irgendwann mal den tollen Meeren angeschlossen. Deswegen sind die da. Alaka, die da in Spanien sitzen, das ist schon so in Ordnung. Wieder weit, weit weg. Dann haben wir auch wieder noch welche, die weit weg sind und nicht so spannend sind. So, wir haben eine neue Technologie. Ah ja, mit einem neuen Perk, der einer Einheit im Zweifel nochmal Punkte für den Rückzug verschaffen kann. Und der Handelsvertrag wurde unterzeichnet, 3 Holz gegen 3 Stein. Wir haben Holz ganz gut über, brauchen halt Stein halt in wahnsinnigem Tempo. Und hier ist noch mehr Holz. Die Geburtenpolitik ist gerade ausgeschaltet, damit das keine Steine verbrät. Deswegen kriegen wir so massiv Holz rein. Ich denke, das kann man schon handeln, ist ja auch ein Eisen dabei. So, mit euch ein bisschen was können wir gerne machen. Auch ein paar schicke Verträge. Auf eine Fraktion gestoßen. Eine Nahrung. Mir langsam ein bisschen viel rausgehandelte Nahrung, auch wenn wir eigentlich gut im Plus sind. Aber es werden ja noch... Nee, also ich will jetzt nicht noch mehr raushandeln. Gut, dass der Kollege Nemesos stirbt, sonst hätten jetzt tatsächlich rebelliert. Ja, der muss wohl noch einen Moment länger da rumstehen. Hab ich so den Eindruck. Wir haben keine Forschung. Liegt das jetzt am Goldmangel? Ah, tatsächlich. Zum Teil Wissen, zum Teil Gold. Beides ein bisschen knapp teuer. Das heißt, wir dürfen im Prinzip kein Gold ausgeben, damit die Forschung läuft. Und Eisen und Steine dürfen wir auch nicht ausgeben, damit wir irgendwann mal diese Städte hier reparieren können. Ah ja, Genua, genau. Die wurden ja schon, die könnten sich da viele tolle Sachen bauen. Dürfen sie aber nicht. Weil wir das Baumaterial brauchen, um die anderen erstmal wieder in Schwung zu kriegen.
Herrlich. So, wann haben wir hier einen Speerkämpfer? Anne, der ist jetzt noch nicht großartig geupgradet oder sowas. Das heißt, dass wir hier einfach mal vorrücken können. Waldflächen ist zwar nicht ganz unser Territorium mit Hopliten. Ich will es jetzt auch noch nicht übertreiben und mich irgendwie da hinten hinstellen oder so. Wir können uns ja den Axtkrieger aufs gleiche Feld holen. Oder auch nicht. Warum darfst du dahin gehen? Er darf nur darum. War der nicht hundertprozentig sicher? Hätte irgendeine Spezialeinheit vom Hoplit oder vom Axtkrieger oder naja, wie auch immer. Weil sonst. Obwohl doch, jetzt kannst du dahin. Vielleicht, weil das jetzt unsere Felder sind. Irgendwie so wird das sein. Wurde eine Gruppe. Haben die so einen Überfall-Perk? Das gibt's irgendwie, dass wenn man sich einem Gegner annähert, dass der dann schon direkt was abbekommt und wir sehen, wie direkt Schaden passiert. Ah, naja, du motivierst die meinetwegen ein bisschen und wir haben jetzt nicht mehr die Bewegungspunkte anzugreifen, aber werden das dann demnächst tun. Ansonsten, der Krieger hier muss noch ein bisschen auf die Stadt aufpassen, nicht, dass die hier gleich rebellieren. Und der neue Axtkämpfer braucht noch seine Zeit und wir brauchen Gold und Baumaterial. Und wir haben nicht endlos viel Kohle, also unsere Produktion ist nur so gerade eben positiv. Aber die Reserven sind gerade viel, genauso wie Holz. Also wir könnten Kohle und Holz für Gold und Stein. Das passt doch vielleicht. Na, warte, Steine brauchen wir ja. Hier ein bisschen handeln. Nahrung mag ich jetzt nicht drauflegen, auch wenn ich das brauchen. Sagen wir 3 Gold und sonst noch einen Stein. Den ruhig ein paar mehr Runden. Fangen wir einfach an. Ich glaube, reparieren können wir hier noch niemanden. No. 21 Steine. Wie viel nehmen wir denn schon ein? 7. Wurden Steine ausgehandelt? Ja, tatsächlich, hier gehen 2 Steine raus. Bezeugt, dass wir jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig dringend. Naja, wir wissen es nicht. Aber wir brauchen die Steine. Keltische Stämme sind ja noch ein bisschen weg. Ich glaube, das können wir mal aufkündigen. Dann müssten wir gerade, falls die neuen Verträge geschlossen werden, steintechnisch ganz gut eigentlich positiv sein. Ja gut, Armee auch bewegt. Das muss ein bisschen hier die Position halten. Wir können erstmal wieder den Zug beenden. Ohne dieses Erdbeben könnte man so viele schöne Sachen bauen in allen Städten. Aber naja, so ist es jetzt halt. So, wir schauen uns mal natürlich wieder jetzt, denke ich, nur die wichtigsten an. Vielleicht die auch wirklich nur direkt. Hier zum Beispiel, wir werden angegriffen. Aber es passiert nicht viel. Ah, den Botschafter. Irgendwen hatte ich vergessen. Gegen Karthago, das finde ich schön, aber solange Karthago nicht gerade bei uns landet, auch nicht ganz so wichtig, was die eigentlich machen. Der Römer hält Stand. Und einen Nomaden, noch einen. Wollt ihr nicht mal irgendwie fortschrittliche Militäreinheiten? Ihr müsstet doch die Forschung haben. Wobei die Städte sind echt gering, von der Stärke her. Die hauen wohl raus an Einheiten, was geht. Und da geht dann immer die Stadtgröße hin. Und dann hat man keine Forschung mehr. Wobei Rom ist auf 8. Die müssten sehr viel Forschung raushauen.
Ja, es sind zwar alle großen Mächte des Mittelmeers im Krieg miteinander, aber ich habe irgendwie den Eindruck, die sind gerade in einer recht friedlichen Phase. Und gerade bei den Römern könnte man sehen, dass die Städte alle so zum Teil am Ende sind. Jetzt auch nicht endlos viele Einheiten aufstellen können. So, jetzt können wir eine neue Technologie uns holen. Gehorsam hindert andere Staaten Einfluss auf die Städte. Das kann natürlich ganz nett sein. Und für den Rest fehlt's. Ein Gold gegen ein Wissen und einen Einfluss? Nee, finde ich jetzt nicht so. Das wurde unterzeichnet, wodurch wir Gold und noch einen Stein reinbekommen. Hellenische Liga-Verträge können wir gerne machen. Wollte ich eigentlich sowieso schon. Lösten das Handelsabkommen auf. Naja, gut. Wir werden Karthago gerne den Frieden anbieten. Das will ich eigentlich auch die ganze Zeit. Meinetwegen auch irgendwen, den wir nicht kennen. Anbieten, aber Karthago will halt nicht. Okay, da hat sich Nemesos jetzt auch erledigt. Rebellion und in den folgenden Kämpfen wurde die Stadt zerstört. Achso, hier wurde der Aufruhr niedergebrannt und dabei wurde die Stadt dann wohl zerstört. Okay. Wir kriegen ein paar Infos zum Krieg. Aber ja. Also, die rebellieren hier hinten zum Teil schon. Ja, Leute. Ihr hungert. Aber es wurde doch angezeigt, dass hier volle Versorgung ist, oder nicht? Fehlt kein Nachschub. Ja, ich will mal nur 20%. So, ach ja, wie ist eigentlich jetzt der Kampf mit euch ausgegangen? Hier, Speerkämpfer griff die Hopliten an. Ein Sieg errungen. Okay, der Speerkämpfer. Das ist doch schon eine stärkere Einheit, wenn er hier auch 4 Angriffspower hat. Und ja, der hat ordentlich kassiert. Sehr schön. Größtes Resultat hätte unser Axtkämpfer, aber theoretisch. Von dem ja jetzt nicht mehr so viel Kampfstärke übrig. Praktisch haben wir ein bisschen das Problem, unsere Versorgung hier so ein bisschen angeschlagen ist. Wir haben hier irgendwo noch einen anderen Axtkämpfer. Wenn wir jetzt also mit dem Axtkämpfer angreifen, kann das eng werden. Nebenbei, du bist ja frei jetzt, weil die Stadt, auf die du aufpassen solltest, hat sich erledigt. Und aber schon fast überlegen, wenn die hinten rebellieren, ob du da nicht da noch hin musst. Wir müssen das mal reparieren, sonst, wenn wir euch reparieren können hier, sonst tun wir das schon mal. Dann, wir haben ja auch hier massiv Produktionsmalus auf alles. Das fehlt uns hier noch fast 50 Steine. Ja, fast 90 Steine. 20. Und 50 Eisen. Wobei, das Eisen haben wir ja fast. Das mit den Steinen. Wir brauchen Steine in unfassbaren Mengen. Also Holz können wir jetzt aber auch nicht mehr raushauen. Wir könnten noch Einfluss. Der kommt ja auch in riesigen Mengen rein. Tauscht irgendwer großhandelsmäßig Stein gegen Einfluss. Wir haben Steine im Angebot und wollen... Liebes Königreich von euch. Das sieht ganz solide aus. Ein gewisses Risiko des Überfalls da ist, aber uns da fast keine Steine dem Eindruck nach. Aber vielleicht tauschen sie ja trotzdem. Könnt ihr nochmal weiterschauen? Ja, den Ptolemäern wäre das
ziemlich egal. Deinem Angebot hat aber irgendwie auch fast keiner. Hier haben wir einen. Die wollen auch Einfluss haben, da fragen wir auch mal. Also sie haben unter anderem so viel Einfluss halt wegen dem Koloss hier unten. Ist auch ganz lustig, den zu haben. Weitersehen. So, ach ja, hier wird der Siedler gebaut. Hier ist demnächst der neue Axtkrieger fertig. So, du könntest natürlich. Der ist auf gallischem Territorium. Ach so, der ist auf gallischem Territorium, deswegen dürfen wir ihn nicht angreifen. Kommst aber sonst, denke ich, doch schon mal eher darunter und wir hoffen, dass das. Rebellion hier hinten nicht zu ernst wird. Ja, es ist unsere erfahrenste Einheit im Prinzip. Ich hab jetzt doch ein bisschen Angst, dass wenn wir mit dem zuhauen, dass es am Ende doch schief geht. Aber sonst gehe ich hier so mal einen Schritt zurück. Damit du zumindest versorgt bist. Ja, der Obdiet kommt hier nicht raus, weil er halt angegriffen wurde. Aber dann haben wir im nächsten Zug eben ein bisschen mehr Schlagkraft. Ja, ansonsten bauen ist weiter nicht drin. Und Steine müssen in unfassbarem Tempo reingehandelt werden. Es kommt noch so ein Erdbeben, das dann wieder ein paar der größten Städte zerlegt. Aber es reicht diesmal völlig, wenn wir ein bisschen bei den Aquitaniern reinschauen. Dass die anderen noch Städte und Orte hin und her tauschen, wie sie wollen. Und kamen die denn nochmal? Jetzt waren sie dran. Und sie sammeln sich erstmal in ihrer Hauptstadt. Okay. Wie immer, Frieden mit Karthago abgelehnt. Handelsabkommen unterzeichnet. Handelsabkommen unterzeichnet, sehr schön. Ja. Moral lässt langsam nach wegen der mangelnden Versorgung auf dem Feld. Nehmen wir mal an, es wird besser, wenn man hier noch eine Straße und eine Brücke und alles baut. Der neue Axtkrieger ist da. Wir haben immerhin nicht versucht zu rebellieren. Oh, hier ist ein römischer General. Der hat jetzt aber nicht vor, hier. Die leicht mangelnde Moral zu nutzen, um irgendwas zu tun, was nicht so freundlich wäre. Mal am Rande, was macht den Axtkrieger eigentlich besser, weil er hat ja die gleichen Werte oder den Axtkämpfer. Hier so 10, 20. Ja, die Prozentzahlen dürften einfach ein bisschen besser sein. Gut, noch nachsehen. Das ist auch eine gallische Stadt. Warum ist denn der Moral so schlecht? Ja, sollen wir jetzt unsererseits versuchen, den Gegner ein bisschen einzukreisen? Einheiten sind auch nicht gerade topfit. Vorne dann aber durchaus das ein oder andere Versorgungsproblemchen. Du sonst darauf gehst, machen wir den erstmal einfach ein bisschen Stress. Deine Einheiten nicht fit sind und wir fitte Einheiten haben. Und ich hoffe jetzt, dass die Römer da hinten nichts anstellen bei unseren Städten und der General nur auf der Durchreise ist.
Wie mit euch eigentlich Versorgungsvertrag? Ja, Versorgung. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum die Felder hier hinten versorgt sind, die nicht und die wieder. Also aus unserem Land kann das ja nicht durchkommen, aber ich nehme an, weil wir mit denen einen Versorgungsvertrag haben in der Diplomatie, dass deswegen jetzt unsere Leute hier wieder ganz gut stehen. Aber angeblich wieder hier 100%. Vielleicht aber auch nur, weil wir jetzt eine Landverbindung nach da drüben haben. Komm du mal hier hin. Der General stellt sich mal zu dem Kollegen. Und dann hier die drei motivieren. Na gut, Belagerungen sind nicht so gerne gesehen, was die jetzt eigentlich, glaube ich, schon machen. Aber je schneller die Stadt fällt, desto besser. Und dann können wir hier noch ein bisschen die Küste entlang ziehen. Die haben hier oben ja auch schon ganz gut Land. Und vor allem demnächst ja auch mal die Goldmine. Das ist auch schön für unsere Wirtschaft. Gibt es da eigentlich noch mehr Minen? So sah man die nicht. Vogelperspektive. Wir haben da die Goldmine. Dann erstmal ganz, ganz viel Land. Und da oben ist nochmal ein Steinbruch. Brauchen aber natürlich auch mehr Minen, damit das mit der Wirtschaft läuft. Geil, die hätten da noch was näher dran. Müssen wir mal sehen. Unser Siedler ist, glaube ich, auch erst demnächst fertig und ansonsten, ja, sehr viel muss gespart werden, man darf nichts ausgeben. Damit wir da drüben bald irgendwann die Städte reparieren können, in der Hoffnung, dass sie nicht rebellieren. Das heißt wieder völlig der Zug der Aquitania und sonst... Schauen wir uns den nächsten einfach nochmal in Gänze an, was so auf der Welt passiert. So, euer Botschafter reitet ein bisschen, aber man hat nur, okay, sie lösen sich aus der Belagerung, holen sich hier Felder zurück und haben auch eine neue Einheit. Das, er könnte jetzt auf einige Kämpfe in nächster Zeit hindeuten. Ich glaube, es gibt den Rest und wenn jetzt nicht gerade irgendeine Botschaft reinkommt von einer Rebellion oder sowas. Aktionsvertrag. Rom möchte andauernd Verträge rausnehmen, das möchte ich jetzt aber nicht. Aber falls man es übertreibt und wir uns zu sehr hassen, dann könnt ihr, glaube ich, auch alle Verträge auf einen Schlag irgendwann rausnehmen. Wollt ihr mit Aquitanien Frieden schließen? Nein. Vielleicht für deren Hauptstadt. Okay, irgendwer von denen hat den Überfall Perk und es nervt. Hier ein Krieger. Weil er ja schon einiges an Einheiten hier. Haben wir noch jemanden? Da ist unser Siedler. Da sind die Probleme. Wir haben massenhaft Steine. 14 wurden reingehandelt. Und diese Stadt hat unter den letzten Aufständen dezent gelitten, wie man merkt. 0,44 Steine, die fehlen, war ja klar. Ach, sonst repariert man die Stadt, ehe die sich auch noch abreißen. Im nächsten Aufstand und dann hoffe ich, dass es für Alba nächst reicht. Aber das Wichtigste jetzt hier, den Kampf. Es gibt für beide Seiten alle möglichen Einheiten. Ja, wäre schon nicht schlecht, können wir hier eine Prophezeiung oder Propaganda. Kostet Eisen, das ist eigentlich doof und eine Menge Gold. Aber Eisen haben wir eigentlich, um die Städte zu reparieren. Das ist vor allem die Steine, die gefehlt haben. Sonst machen wir mal einmal Propaganda. Natürlich noch. Na gut, falls es fehlschlägt, droht die Armee zu desertieren bei der Prophezeiung. Wenn wir was Falsches sagen. Aber damit kämpfen unsere Leute jetzt schon mal 10% besser gegen die Aquitania.
Ich wollte gerade sagen, der Krieger da steht doch auf offenem Gelände. Und das müsste ja wohl das Gelände für unsere Hopliten sein. General kann ja sonst noch ein bisschen hier motivieren. Und dann müsste unser Hoplit den Krieger da eigentlich platt machen. Ohne dass zu viel schief geht, wie ich hoffe. Oder zumindest schwer anschlagen, ohne jetzt selbst zu viel zu kassieren. Weil das war ja jetzt nur ein Unentschieden, ein bisschen enttäuschend. Das ist einer, der den Überfall hat. Nicht gut, dass wir den ein bisschen getroffen haben und unsere Armeemoral ist inzwischen auch positiv und die haben immerhin 5 Erfahrungen gekriegt. Auch ganz solide. Leider hat er jetzt noch besser überlebt, als ich auch oft bin. Welche Chance? Geringe Chance. Gut, wir könnten jetzt natürlich schauen, auf den hier Massenangriff zu gehen. Was haben die denn noch da drin? Den Speerkämpfer, der auch nicht gerade fit ist. Na gut, dann könnten wir ja so ziemlich alle feindlichen Einheiten in der Umgebung schon mal schwer anschlagen. Und du hättest ja auch keine große Chance. Okay, der hätte vielleicht schon rangehen können, wenn der General motiviert. Aber sonst, du hast den Angriffsperk. Du haust hier sonst mal drauf und schaust, was passiert. Nicht viel. Aber dieses nicht viel bringt immerhin ganz gut Erfahrung rein. Du hast günstige Chancen. Du hast günstige Chancen. Du bist aber auch etwas angeschlagener, sonst hau du mal drauf. Sehr schön, ein bisschen was abbekommen. Aber eine Geg. Also, was heißt ein bisschen was abbekommen? Auch massiv eigene Verluste. Ja, jetzt haben wir die Stadt, weil der andere, glaube ich, einquartiert ist. Das lohnt sich jetzt weniger. Ich meine, so ein bisschen Heilung hast du hier unten auch. Hier eine Selbstheilung zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen riskant. Du verschanzt dich hier sonst erstmal und machst deine minimal geringe Eigenheilung. Ich glaube, wir können den Siedler schon mal heranbringen, dass er uns hier mal eine Straße legt und Brücken baut. Ab demnächst. Ja, das ist nur ein Nomade. Der dürfte nicht zu viel machen können und der hat auch schon ganz schön was abbekommen. Sieht auf den ersten Blick ganz vernünftig aus, wie das läuft. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir Alba reparieren können, bevor die sich zu sehr kaputt machen. Das Eisen kriegen wir, aber die Steine könnten eng werden. Schauen wir mal. Und jetzt können wir uns ja auch im Folgenden in den Zug nochmal in ganz angucken, was auf der Welt so los ist. Sporaner da ganz hinten draußen. Ah ja, wir haben auch mit den allermeisten Sicht. Deswegen weiß man auch, was los ist. Na, wo halt die Sicht immer noch fehlt und nie da war, Karthago, weil wir halt, ja, seit Zug 1 mit denen im Krieg sind und die niemals Frieden schließen wollten. Da hat er irgendwie gerade schon Pflasterstraßen hier freigeschaltet. Die keltischen Stämme können sich hier oben aber auch in Ruhe ein Großreich bauen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir endlich auch mal dazu kommen, ein Großreich zu haben, wenn alle anderen auch einfach nur so groß sind.
Ja, ein paar Fraktionen, die uns jetzt nicht so viel angehen. Und der Angriff auf den Krieger. Aber sein Speerkämpfer war ja auch noch mächtig angeschlagen und zieht sich zurück und obliegt auf offenem Feld angreifen. Das, ja, müsste unsere Einheit eigentlich auch locker überstehen, hat sie auch. Weil wir können natürlich gleich noch kurz in die Zahlen gucken, wie locker im Endeffekt das war. Und ich doch massiv Verluste hatte. Galekia gegen die Galaker. Bin ich manchmal bei den Namen ein bisschen durcheinander und die scheinen sich hier in Spanien zu bekämpfen. Insofern das Positive, dass keiner zu stark wird. Das Negative nur, falls Karthago das nutzt. Und wir sind bei den Römern. Die hatten da jetzt auch mal einen Schwertkämpfer. Weiß ich gerade gar nicht, ob den man vorher schon gesehen hat. Aber auf jeden Fall auch schon mal etwas Moderneres als nur ein Feldhasten. Die scheinen jetzt erstmal hier in den Alpen ein bisschen kämpfen zu wollen. Aber jetzt auch doch hier Epirus mal zurückschlagen. Bei den Galliern, die sind ja inzwischen auch ziemlich groß geworden. Das waren ja mal unsere Nachbarn irgendwie mit nur 3 Städten und keiner Landeinheit oder sowas. Zumindest eine Zeit lang. Aber inzwischen läuft da ja auch einiges rum. Ja, die Ptolemäer haben versucht, hier einen kleinen Brückenkopf zu bauen, sieht aber nicht so erfolgreich aus. Karthago, den hat ja mal hier ganz Sizilien gehört und schaffen sie es hier wieder Fuß zu fassen? Naja, auf den ersten Blick jetzt nicht. Und auch der wird nicht so viel hinkriegen. Und so viel zu den Landungseinheiten der Ptolemäer. Anscheinend versucht Athen zu erobern, was jetzt aber wohl schief gegangen ist. Jetzt holen sie sich auch die Goldmine zurück. Versenken sie jetzt auch noch die Schiffe, so einfach der Komplettheit halber. Aber ich glaube, die haben gerade gar nicht so viel Eigenes da. Naja, ich sehe gerade die Folgenlänge. Ich glaube, sonst so die ganz unwichtigen, die hier wirklich nur im Osten sind, nicht brauchen. Die könnte man sonst gleich auch wieder skippen. Und die hellenische Liga, die hatten hier hinten irgendwen übernommen. Deswegen haben die da auch ganz viel Land. Eine der größeren Fraktionen und wichtigeren, die uns zum Glück eigentlich recht freundlich gesinnt sind. Wir waren wegen der römischen Waffenbrüderschaft, die mal da war, einmal kurz im Krieg, aber ansonsten lief das da eigentlich immer ganz friedlich mit denen. Ja gut, Seleukiden und Ptolemäer, dass die doch machen. So, ihr werdet um Unterstützung gebeten, Nahrung. Wir haben zwar Nahrung, aber ich sehe nicht ein, warum wir die rausschenken sollen. 7 Steine, ja, tut mir leid. Wir haben zwar gerade Steine, aber wir brauchen die selbst. Ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendwie eine Rebellion schon gestartet. Oh, dieser Überfall, der nervt. Olympische Spiele. An Einfluss und Gold haben wir. Irgendwann müssen wir doch mal gewinnen. Ein bisschen Überfall, so. Was ich jetzt noch eben am Folgenende wissen will... Wir können die Stadt reparieren, sehr schön. Aber was haben die denn angestellt in Eporedia? Die waren nochmal Stufe 5. Wenn man hier unseren anderen Städte, denen geht es jetzt halbwegs wieder gut. Oral dürfte demnächst auch wieder
gefüllt sein. Hier hatten zumindest keine größeren Aufstände. Das sieht alles gut aus und jetzt will ich noch mal eben die Kämpfe sehen. Digga, hier überhaupt Blüten an. Sieg für unsere Seite, gut Erfahrung und einer Memoral, das ist gut. Wehrkämpfer griff an mit Unentschieden, keine nennenswerten Verluste. Weil auf der anderen Seite wirklich gar keine. Krieger griff Hoplitten an, aber obwohl, das kann der Überfall gewesen sein. Aber unser Hoplit ist noch relativ gesund und kann ja aufräumen. Ja. Ja gut, der Axtkämpfer, dem geht's nicht ganz so gut. Aber ja, es sieht eigentlich vorläufig ganz gut aus im Krieg, würde ich sagen. Und dann damit auch an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.